Na gut, wir sind ja... Bitte, weiter, knapp! Zockermorde. Ja, und weiter geht's mit The Evil Within. Ja, wie ihr seht, ich habe ein bisschen aufgerüstet hier mit der Technik. Ich bin nicht mehr in meinen Flex zu sehen, obwohl ich den auch sehr cool fand. Aber ich gesagt, ey, scheiße, komm, hau mal Greenscreen raus, mal gucken, was alles so hinhaut. Es ist die erste reale, richtige Aufnahme mit einem Greenscreen jetzt, also gucken wir mal. Ich hoffe, es wird ganz cool, aber ich denke schon. So, ich bin gespannt, wie es jetzt hier weitergeht. Da ist der Prof da, der Doktor, der ist hier mit meinem Irren abgehauen. Und das geht nicht. Ich will meinen Irren zurück. Da gucken wir uns mal hier um. Da ist hier unten rein. Dann gehen wir da mal hin, oder? Ich finde, jetzt es wird langsam interessant, das Spiel. Ich hatte am Anfang so ein bisschen das Problem, es hat mich nicht so in den Bann gezogen. Aber mittlerweile jetzt hier wird es ganz geil. Ich habe noch was aufgerüstet. Ich habe eine neue Grafikkarte geholt. Machen wir was ganz Neues jetzt hier, weil Evil Within hat schon ein bisschen Leistung gezogen. Und da habe ich gemerkt, alles klar, hier mit aufnehmen und so. Das, zieht doch schon ein wenig. Sollte jetzt alles ruckelfreier laufen. Falls mal zwischendurch geruckelt hat, ich entschuldige mich dafür, aber man kann sich nicht für alles entschuldigen. Ist halt so, ne? Ich bin halt nicht größeres, ne? Aber an der Technik wollen wir halt weiter arbeiten. So, da liegt wieder was zum Lesen, aber bevor wir das lesen hier, ich höre schon wieder die Olle, sammeln wir erstmal ein hier. Schöner Kamin hier. Ich höre schon wieder, ich bin mir gespannt, was hier noch abgeht. So lange sollte das Spiel jetzt auch nicht mehr gehen. Notiz aus Esszimmer im Anwesen. Endlich habe ich einen Weg gefunden, die Pforte in eine neue Welt. Es ist alles hier, direkt vor meiner Nase. Ich bin entsetzt und wütend, dass ich es nicht früher erkannt habe. Dieser Vorgang, um die Psyche eines Menschen zu brechen, auszulöschen und mir selbst freie Hand zu geben, ist so offensichtlich. Und jetzt, wo ich das erkenne und alles, was ich brauche, direkt vor mir liegt, habe ich das Gefühl, es gäbe nichts mehr, das ich tun könnte. Ich habe alles, was ich wollte, alles, was ich verloren hatte. Aber ich brauche Ressourcen. Eminenz? Oh Gott, wahrscheinlich auch ein cooles Wort. Ich weiß es aber nicht, dass es so geschrieben wird. Dieser Schwachkopf wird endlich seinen Unterhalt verdienen. Okay. Uhuhu, hier fällt also um, dumm. Ja, sehr schönes Spiel. Sowas denkt man sich hier hin, ist auf jeden Fall klar. Aber hier... Na gut, wir sind ja... Bitte, weiter, knapp! Verpiss dich! Baller dich weg, Alter! Ja, was ist das für ein Freak, Alter? Ich hau ab hier. Der Spasti, Alter. Der lungert in meinem Kopf rum. Ey, ist unglaublich. Kaum. Das ist viel gruseliger im Gewesen als das ganze Spiel überhaupt. Ohne Witz. Muss nicht mal scheiße blutig sein. Hier, hack dir ein Bein ab und so. So, und hier lauf im Haus rum. Das verdammt cool aussieht, muss ich sagen, Alter. Ich hätte eine Gabel nehmen können, Alter. Hätte ich eine kaputt pieken können. Kann ich das hier aufmachen? Zumindest kann ich es kaputt schlagen. Ist meine Hand jetzt am Arsch? Nee. Hohoho. Auf jeden Fall, dass das viel gruseliger ist. Alles hier, dieses, weißt du, hier so. Mit Blut und hast du nicht gesehen? Ich glaube, warte mal, wo ist, kommt das her? Hier, aber wir sind ja auch irgendwie auch so alle miteinander verbunden. Und dieser Psycho-Alter, der hat ja wie Freddy Krüger komplett alles im Griff. Ja, komm. Der Taste. Ausschnitt aus der Crimson Post. Kind und Babysitterin sterben tragisch bei Hausbrand in Crimson City 11, Februar 2012. Trotz des schnellen Eintreffens und der Bemühung der Feuerwehr forderte gestern Nachmittag ein sich schnell ausbreitendes Feuer in einem Wohnhaus das Leben eines jungen Mädchens und seiner Babysitterin in Rich Crimson City. Die 5-jährige Lily Castellanos und ihrer Babysitterin Juanita Flores, 56 Jahre alt, gelang es nicht, dem Rauch und den Flammen zu entkommen, die sich in dem Einfamilienhaus rasend schnell ausbreiteten. Lilis Eltern waren Detektive beim KCPD, waren zu spät am Ort des Geschehens, um ihre Tochter aus den Flammen zu retten.
Nach mehreren Stunden gelang es der Feuerwehr, den Brand unter Kontrolle zu bekommen, aber das Haus war vollkommen zerstört. Die Ursache des Brands wird noch untersucht, aber erste Hinweise deuten auf einen elektrischen Defekt hin. Fortsetzung auf Seite 8. Brand. Ja, ich will es weiter lesen. Geht nicht. WTF! Meine Tochter ist voll abgenippelt, Alter. Oder bist du einfach nur kaputt und irre? Liegst im Koma und träumst? Und kommst nicht mit dir selbst klar? I don't know. Ich weiß es nicht. Ich hab's gewusst. Bin wieder hier. In der Irrenanstalt. Aber der Typ soll ich mal ganz schnell verpissen, ja? Dann brauche ich gar nicht mehr rumspuken. Da kacke, ich kann die Tür aufmachen. Oder kam ich hierher? Das war doch meine. Ah, das ist, glaube ich, meine Zelle, ne? Ja, das war meine Zelle. Die ist hier voll verriegelt, guck das an. Nee, doch nicht. Meine sieht auch so aus. Kriegst du die auf? Nee. Will ich mir reinziehen? Willst du mir reinziehen? Was ist hier los? Ich sehe da auch keinen drinne. Das sind sicher verbotene Erinnerungen, die weggesperrt sollten sind. Sollten Sie nicht vielleicht Ihr grünes Gel benutzen? Ja, sollte ich wahrscheinlich. Ja, sieht immer noch so aus hier. Der hat das ja verändert hier, der kleine Wichser. Habe ich an den Schlüssel? Ich gucke erstmal nach dem Schlüssel. So, warte mal. Wir haben jetzt das da auf. Pass auf, jetzt machen wir den da auf. Wir gehen hier voll chronologisch vor. Ist das cool? Ich habe keinen Schlüssel. Mann, ey, ist voll doof. Ich freue mich immer, wenn ich hier was aufmachen kann. Ich freue mich immer, wie ein kleines Kind, das ein Überraschungsei öffnet. Obwohl, da freue ich mich heute immer noch drüber. Was ist da drin? Ist es eine Figur? Oder ist es was Kacke-mäßiges zum Zusammenbauen? Was kein Mensch haben will. Na los, dann machen wir mal grünes Gel hier in den Kopf hauen. Aber ich wollte ja sparen auf Brandpfeile. Was habe ich denn? 5400. Was soll ich mit scheiß 5400? Hä? Kann kein Mensch was anfangen. Nahkampfschaden drauf geschissen, Spritzendauer, Waffen. Ah, ja, das können wir hier hochhauen. Warte mal, was haben wir schon? Volle Pulle. Die Reichweite könnten wir erhöhen. Reserve. Oh, Schrotflintenmunition. Erhöht die Menge der Schrotflintenmunition, die zu sich mitgewirkt kann. Alles klar. Granaten, naja, brauchen wir, glaube ich, nicht mehr, weil ich, so viel habe ich gar nicht. Ich hau die mal weg. Streichhölzer, ja, ey, komm. Ich finde absolut gar keine Streichhölzer mehr irgendwie, weil ich auch immer alle voll weghaue. Für jede scheiß Leiche baller ich die raus. Aber hier, das wollte ich ja, Harpunenbolzen, Alter. Oh, nur 50.000, was ist denn das? 50.000 ist ja nix. Ja, ich brauche hier gar nichts hochbringen. Hier Fitness, Limbs kann ich nicht hochbringen, brauche ich schon 10.000. Sprintdauer brauche ich mehr. Ich brauche hier, das ist voll vom Arsch. Ich kann das lassen einfach. Hat keinen Zweck. Aber wenn die schon sagt, hier hau mir grünes Gel rein. Da passiert ja sicher gleich wieder was, Alter. Ich speichere trotzdem jetzt mal ganz kurz. Ja, möchte ich. So, und jetzt verpissen wir uns. Warte mal, ist hier was zum Lesen? Ein bisschen. Boom. Okay. Wir sind ja in diesem viktorianischen Anwesen, glaube ich, ne? Leertaste. Ach ja. Siehst du, hab ich gerade gelesen. Vermisst Ruhm Victoriano, geliebter Sohn der wohlhabenden Familie Victoriano, ist seit dem Brand auf dem Familienanwesen verschwunden. Da taucht sich ja noch auf, da. Will mir in den Arsch treten. Was ist hier wieder los? Leichen nahe Landhaus gefunden. Leichen in der Nähe von Landhaus gefunden. Identifizierung kann Wochen dauern. Außerhalb des Victoriano-Anwesens wurden vier Leichen gefunden. An den Toten scheinen mehrere stümperhafte Operationen durchgeführt worden zu sein. Sehen wir, der verrückte Professor hier, Alter. Wir durch ihn gelaufen, ey. Hat hier Frankenstein-mäßig die Leute hier auseinandergenommen. Ah, muss ich mal halten. Hast du drauf gekackt? Ich gucke erstmal hier rum. Hör auf, ja. Der Boss ist da. Ich geh jetzt hier nochmal rein. Ich weiß nicht, was das für ein Spaß hier war, der hier. Ich weiß ja, was das für einer ist, aber ich weiß nicht, was der will. Das ist eine Metalltür, die sieht gefährlich aus. Ich geh erstmal hier hoch. Da sind viele Türen. Oh, wird schon. Ah, es sieht verdammt geil aus hier, Alter. Das muss ich echt mal sagen jetzt, ne? Zieht's euch rein, Leute. Zieht's euch rein. Ich weiß nicht, wollen wir erstmal unten lang? Ah, hier ist eine Spritze. Hab ich schon fast übersehen. Ich übersehe immer voll viel irgendwie, habe ich das Gefühl.
Draußen haben wir ja alles abgegrast. Guckt einmal die Schläuche hier an. Wo geht denn das hin, ey? Da in diesem Raum da. In den Schimmelraum da. Wollen wir unten lang gehen oder oben? Komm, wir gehen mal unten lang erstmal. Alter, nee, wir gehen. Oh, Alter, guck das an. Ich muss sicher hier rein. Da passiert was hier. Was ist schon wieder? Schleicheritis, komm. Ich werde nicht gesehen. Ey, wo ist denn hier wer? Warte mal. Lass mich mal so, wie sie ist. Lass mich mal gucken, was hier abgeht. Alter. Lass mich mal gucken. Da. Da sind sie wieder. Die Halunken. Alter, einfach so ein Hunter. Er sollte mich ja hier jetzt nicht sehen. Ne? Alter, komm, hopp, ey. Oh, fuck, Alter. Jetzt hat die Bombe vergessen. Spaß, die. Wollte eigentlich von hinten platt machen. Arsch lecken. Alter, wie fährt denn aus? Assi! Sag, Alter. Ficker. Oh, warte mal, kann ich was nehmen? Leertaste nehmen? Ach, diese Scheiße. Ach, weißt du, ich hätte... ich muss mal ein bisschen mehr... fällt mir gerade ein. Hätte hier einfach mal die Flasche nehmen sollen. Hätte ich die weggeworfen, hätte er da geguckt. Dann wäre er mit unten zu mir. And then I have... ihn von hinten umbringen können. Ist er tot? Ich habe nur zwei Streichhölzer, ist mir egal. Ist das halt so. Warte mal, was ist das hier? Ah ja, kann ich wieder ein bisschen auffüllen hier, sehr schön. Okay, kann ich das hier kaputt ploppen? Ja, kann ich. Wir werden hier auf jeden Fall alle Räume upgrasen. Aber ich weiß ganz genau, wenn ich das jetzt hier wieder mache, ich krieg's auf jeden Fall auf die Rille, Alter. Unglaublich, ich hab's nicht. Was? Keine Ahnung. Wieder 100. Oh, hier oben, Alter. WTF. Wie mach ich das jetzt da? Muss ich runterschießen? Ja. Ich hab Schlüssel. Siehst du, wir müssen nochmal hier alles abgrasen und dann gehen wir nochmal zu der Eulen hin. Und dann werden wir uns nochmal hier aufpushen. Mal gucken, was wir noch so an. Was geht denn hier ab, Alter? An grünes Gier. Was haben wir hier? Ja, was haben wir denn hier Schönes? Was haben wir denn hier Schönes? Untersuchen wir mal die Geschichte. Hier, Alter, noch. Proband Nummer 58, Test 92A. Elektrodenplatzierung an M33 der Schmerzregion. Wirkungslos. Erwarte bessere Ergebnisse mit Simulation von Sektion F7 der Neokortex-Region für Einwilligung. Übernahme des Probanden nur mäßig erfolgreich. Individuelle Züge zum Teil noch vorhanden. Ja, wo rein jetzt? Ganz vergessen, Alter. Ist ja nicht... Ach, hier, alles klar. Guck mal, was haben wir denn da? Schmerz. Identität. Würfel. Keine Ahnung. Was? Ja, ich will keinen Schmerz zu finden, will ich ja nicht. Vielleicht Identität dazwischen so? Was haben wir hier? Haben wir gar nichts. Wir machen das nochmal. Abspielen wir euch nochmal, was dazu sagen hat, der gute Typ. Proband Nummer 58, Test 92A. Elektrodenplatzierung an M33 der Schmerzregion. Wirkungslos. Erwarte bessere Ergebnisse mit Stimulation von Sektion F7 der Neokortex-Region für Einwilligung.
Übernahme okay. des Probanden nur mäßig erfolgreich. Individuelle Züge zum Teil noch vorhanden. Hallo? Also, ich weiß nicht, er sagt zwar, er hat bei F7 reingedrückt. Wir wollen auch einen reindrücken. Was ist das da unten, ne? Linke Gehirnhälfte, ja, da unten, so, was ist denn, ja. So, da. Was soll ich denn jetzt machen, Alter? Identität, ich will aber seine Identität vielleicht wissen. Na komm, hauen wir da mal einen rein, komm, komm. Hallo? Na prima. Was habe ich denn jetzt angeleiert? Wie hast du es genannt? Dein Allerheiligstes? Ein eigenes Forschungslabor. Ich bin beeindruckt. Warum sind Sie zurück? Ich habe Ihnen keine Erlaubnis gegeben. Komm, wir sind doch beide Wissenschaftler. Wissenschaftler streben doch stets nach Wissen und Erkenntnis. Zeig mir deine Experimente. Ich kann dir auch vieles beibringen. Sie würden sie nicht mögen. Sie fänden sie ekelhaft. In der Wissenschaft muss man jede Menge Dinge tun, die Laien abstoßend finden. Ach da. Ich habe auch schon vieles getan, das für andere geschmacklos ist. So hier so heim. Ich bin sowas wie ein Monster. Du machst dir viel zu viele Gedanken um dein Äußeres. Dabei ist doch dein Verstand das, was wirklich zählt. Das ist Marcello. Ist der andere Ruvik? Auf jeden Fall, Alter. Dieser Marcello sieht aus wie der Spaß. Also der Geisteskranke, der hier telekinetische Kräfte hat, hier. Hat so aus. Das gibt's doch gar nicht, Alter. Jetzt können wir hier was mitnehmen? Ja, mal wieder was rausgefunden, wa? Naja. Haben wir irgendwas übersehen? Alles da. Schlüsselchen eingepackt. Sehr schön. Was? Nein. Soll ich mal verbrennen? Oder ich hätte ihn auch verbrennen können, wenn der andere einfach mit verbrennt, ey. Was haben wir hier? Kohlekisten? Okay, was haben wir hier? Kann ich das aufmachen? Komm her, hier, Alter. Ah, hier hab ich schon. Alter, der braucht 3 Schuss ohne Scheiß. Voll den Kopf weggefetzt. Ist komisch, dass er nicht indiziert ist, das Game, Alter. Bei diesem anderen Living Daylight oder sowas, das Sarazar gerade spielt, das soll indiziert werden vielleicht, ja? Naja, mein Gott. Alter, verstecken. Ich war hier gerade verstecken. Guck mal, Alter, leg mich hier runter. Ganz einfach. Guck mal, was so passiert. Gar nichts. Da ist er wieder, Alter. WTF, Alter, scheiße. Na, oh, lol, Alter. Na prima. Was habe ich denn jetzt angeleiert? Ja, zumindest war hier Safe Point. Wie hast du es genannt? Ah, jetzt da, das haben wir rausgefunden. Er darf mich nicht erwischen, ne, der Kleine. Ein eigenes Forschungslabor. Macht er mich einfach platt mit seiner Hand. Warum sind Sie zurück? Ich habe Ihnen keine Erlaubnis gegeben. Brauchen wir das nochmal, nämlich ich spreche. Wir sind doch beide Wissenschaftler. Wissenschaftler streben doch stets nach Wissen und Erkenntnis. Das sieht aus wie Anthony Hopkins, oder? Ich kann dir auch vieles beibringen. Sie würden sie nicht mögen. Ohne Scheiß, das sieht sie so aus, ne? Sie ekelhaft. In der Wissenschaft muss man jede Menge Dinge tun, die Laien abstoßend finden. Ja. Ich habe auch schon vieles getan, das für andere. Hör auf, den Jungen zu belabern. Sie denken, ich bin sowas wie ein Monster.
Du machst dir viel zu viele Gedanken um dein Äußeres. Dabei ist doch dein Verstand das, was wirklich zählt. Nein. Komm her. Oh. Das ist Marcello. Ja. Ist der andere Ruvik? So, es wird gleich wieder ein Auftauchen hier, den wir platt machen. Ich horche die Tür auf. Wow. Schick mich an. Okay, er hat mich gesehen. Oh, ich darf wohl daneben. Nein, den will ich jetzt nicht, aber schon. Oh, Alter, ich stelle mich auch manchmal ein bisschen behindert an. Wie bist du? Oh, da komm! Oh nein! Oh, Alter! Alter, kriegst du in die Fresse, Alter, ist mir egal. Scheiße, hallo, hier. Zack! Ist noch eine. Ich will die kaputt kloppen. Weil du dich anders verdient hast. Penner. Hier ist er. Noch eine! Ja, du kriegst noch einen auf den Kopf. Vielleicht platzt der Schädel. Boom! Penner. Alter, jetzt hat er mir mal was abgezogen, Alter. Scheiße. Kacke. Na gut, Leute. Uhuhu. Soll reichen. Ich habe mich genug doof eingestellt. Mal gucken, ob wir an dem Kutten Man, Darth Vader oder hier, ne? Sith Lord hier. Nächste Runde kommen. Ich hoffe es doch. Wenn nicht, ist es so schlimm. Dann mache ich nochmal ganz schnell. Dann wieder voll Energie hier. Und kann ich mich für das Spiel bescheißen. Alles klar, Leute, ne? Dann bis zum nächsten Mal und nicht vergessen, wenn euch die Spiele hier gefallen, ne? Also die Let's Plays, dann könnt ihr auch den Kanal kostenlos abonnieren und nichts verpassen. Seid ihr immer auf dem neuesten Stand. Und Zockermale gibt's auch auf Facebook, auf Twitter und streamt euch auch bei Twitch, da könnt ihr mich auch kostenlos abonnieren. Da werden dann so andere Spiele gespielt, wie zum Beispiel Skyrim oder Diablo. Ne? Zum Beispiel. Alles klar. Also, dann viel Spaß bei der Outro-Card. Hi, ihr kleinen Mann. Zockermale gibt's nicht nur auf YouTube. Auch auf den einschlägigen Social-Media-Plattformen Facebook, Twitter, Instagram und auf Twitch wird fleißig gestreamt. Wer trotzdem kein Video verpassen möchte, kann oben rechts auf den Button drücken und Zockermale kostenlos bei YouTube abonnieren. Wir sehen uns im nächsten Video.